Einen schönen guten Morgen, geschätzte Medienvertreter, geschätzter Kollege Leiter Rehbach. Ich darf Sie zur heutigen Pressekonferenz Alberia Green Gas, eine Mauer des Schweigens, recht herzlich willkommen heißen. Es geht darum, dass wir in der Vergangenheit seit September, dann im November und Dezember jeweils drei Anfragen an den Landesrat Vettorato gestellt haben, rund um das Thema Green Gas der Alberia, und bis heute keine Auskünfte erhalten haben und ganz klar mangelnde Transparenz vorwerfen müssen. Derzeit sind ja die steigenden Energiekosten für Gas und Strom in aller Munde. Es vergeht wirklich kein Tag, an dem man nicht von Menschen darauf angesprochen wird oder in dem man nicht über dieses Thema auch in den Medien hört und liest. Aber auch angesichts der Themen rund um den Klimaschutz und der Nachhaltigkeit bedarf es unserer Meinung nach absoluter Transparenz hinsichtlich der heimischen Energieversorgung. Und ein besonderes Augenmerk gilt dabei natürlich den fossilen Energieträgern, die nach Südtirol importiert werden und auch hauptverantwortlich für die CO2-Ausstöße sind, die das Klima belasten. Und obwohl Südtirol eigentlich auf ein sehr breit gefächertes Angebot an erneuerbaren Energieträgern, wie beispielsweise das Holz oder andere Biomasse, sowie auch auf die Wasserkraft zurückgreifen kann und damit zusammenhängend die Wasserstoffproduktion ausbauen könnte, wirbt die Alberia, die landeseigene Energiegesellschaft, mit einem Erdgasangebot für alle, Zitat, die zu einer besseren Zukunft beitragen wollen. Und das hat uns etwas stutzig gemacht und deswegen wollten wir wissen, wie grün das Green Gas der Alberia tatsächlich auch ist. Und man hat uns im Endeffekt auf die Fragen, die wir gestellt haben, wo das Erdgas für Alberia gefördert wird, wie, wo und von welchen Unternehmen es aufbereitet wird und mit welchen Transportmitteln es nach Südtirol importiert wird, wie viel CO2 und andere Gase, die sich auf das Klima negativ auswirken können, entstehen und so weiter. Also mehrere detaillierte Fragen und man hat uns im Endeffekt kaum Auskunft auf diese Anfrage gegeben. Man hat uns lediglich wissen lassen, dass die erzeugte Menge an CO2 des klimaneutralen Erdgases durch Investitionen in Umweltschutzprojekte kompensiert werden. Und das hat uns natürlich auch hellhörig gemacht. Natürlich will man dann wissen, wenn man weiß, dass einerseits die Landesregierung den Nachhaltigkeitsplan anpassen möchte, erneuern möchte, dass man dann auch Zahlen, Daten und Fakten in Erfahrung bringen kann. Und wir dachten, dass dieser Anspruch sich eigentlich an der Wirklichkeit messen lassen muss, aber wir haben falsch gedacht. Wie ich gesagt habe, die Auskunft war sehr, sehr vage. Und wenn man dann in Erfahrung bringen konnte, dass die damit zusammenhängenden Investitionen, von denen der Landesrat in der Beantwortung gesprochen hat, in die Umweltschutzprojekte in Indien, China und der Türkei stattfinden, dann glaube ich, möchte man schon eine genauere Erklärung haben, denn meines Wissens stehen diese drei Länder jetzt nicht federführend für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie, für Umweltschutz und so weiter. Aber wie gesagt, wir haben dann in einer zweiten Anfrage auf diese Projekte Bezug nehmen wollen, haben wieder Fragen gestellt, was die Windparks in der Türkei anbelangt und in China und die Wasserkraftwerke in Indien. Und haben lediglich zweimal zur Antwort bekommen vom Landesrat, dass nach Gesprächen, also dass er Gespräche mit der Alberia geführt hat, müsse er herzlich wiederholen,
dass das Unternehmen selbst der Ansicht ist, dass es bereits umfassende Informationen gegeben hat, die dann in die Antwort auf die Landtagsanfrage, die Nummer steht, aufgenommen wurden. Das ist natürlich ein Unding und ich stelle für mich die Frage, wie es sein kann, dass einerseits angesichts der steigenden Energiekosten und andererseits der aktuellen Debatte rund um die Nachhaltigkeit ist die landeseigene Energiegesellschaft sich leisten kann, Transparenz, Aufklärung, Informationen einfach zurückzuhalten. Wie soll, und die Frage geht natürlich an die Landesregierung, allen voran an den zuständigen Landesrat, der auch für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zuständig ist, Vetorato, wie soll der Nachhaltigkeitsplan umgesetzt bzw. angepasst werden, wenn man nicht weiß, worüber man spricht? Und ich habe diesbezüglich nächste Woche für die aktuelle Fragestunde auch eine Frage vorbereitet, denn ich möchte nicht den Vorwurf an die Alperia richten, aber zumindest die Frage muss erlaubt sein, ob Alperia im großen Stil Greenwashing betreibt. Denn wenn man sich die Antwort der ersten Anfrage, Punkt 1, 2 und 3, den sie zusammengefasst hat, ansieht, dann ist das in meinen Augen eigentlich ein Eingeständnis diesbezüglich. Und ob das im Sinne der Bürger ist, aber auch der Nachhaltigkeitspläne der Landesregierung, das wage ich schon zu bezweifeln. Denn ein fossiler Brennstoff bleibt auch nach den Ausgleichszahlungen klimaschädlich und fossil. Und es darf daher dem Endverbraucher nicht durch irgendwelche geschickte Marketingaktionen als klimaneutral oder als grün verkauft werden. Es handelt sich sozusagen um ein Reinwaschen im Hinblick auf die Ökologie sowie die Nachhaltigkeit. Und ich denke, es wurde ja auch öfters schon betont, das Ziel sollte es doch werden, den Gasverbrauch zu reduzieren und nicht das Angebot stetig zu steigern. Und die beiden Versuche, Antworten auf die offenen Fragen rund um das Alperia Green Gas sowie auch Näheres über diese Umweltschutzprojekte in den besagten Ländern zu erfahren, wurden bis heute nicht berücksichtigt bzw. nicht Bezug darauf genommen, der Landesrat angeblich mit seiner Beantwortung, dass es die Alperia für nicht notwendig erachtet, uns zu antworten, hat sich damit begnügt. Und hier muss sich auch der Landesrat schon den Vorwurf gefallen lassen, dass ihn auch die Alperia selbst wahrscheinlich nicht ernst nimmt. Denn wenn ich mich in die Lage versetze, dass ich Energielandesrätin bin und ich bekomme eine Anfrage auf den Tisch und ich sehe, dass nicht eine einzige Frage beantwortet wurde, sondern dass es dann heißt, Sie glauben, dass Sie uns ohnehin schon genügend Informationen zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube nicht, dass ich so etwas unterzeichnen würde mit meiner Unterschrift. Folgedessen muss hier der Landesrat einfach am Schopf gepackt werden und er ist ganz klar aufgefordert, dass er in dieser Geschichte nachhakt, dass er die Alperia, die landeseigene Energiegesellschaft ist, auch klar auffordert, mit den Unterlagen herauszurücken, die Fragen zu beantworten. Denn ich denke, dass die landeseigene Energiegesellschaft, die auch mit Steuergeldern mitfinanziert wird, dazu verpflichtet ist. Und es ist sowieso unverständlich, dass man hier rund um das Erdgasgeschäft irgendwo eine Mauer des Schweigens gezogen hat und nicht willens ist, Auskünfte zu erteilen. Ich gehe mal davon aus, dass man im Grunde genommen ja nichts zu verheimlichen hätte. Folgedessen dürfte es auch kein Problem sein, dass man auf wenige klare Fragen auch klare Antworten erhält. Und in diesem Sinne möchten wir in aller Entschiedenheit den Landesrat, aber auch die gesamte Landesregierung. Denn eines muss man
schon einmal ganz klar festhalten, das ist jetzt ein Thema, ein Landesrat, aber dieser Schlendrian, dass auf Anfragen keine Antworten mehr kommen, beziehungsweise dass man unzureichende Informationen bekommt, das ist mittlerweile leider Gottes Usus. Das hat vor Corona schon begonnen, dass man sich wirklich manchmal auch veräppelt fühlt, was bestimmte Geschichten im Landtag anbelangt, wenn man die aktuelle Fragestunde hernimmt. Man bereitet sich vor. Das sind ja Fragen, die nicht nur wir persönlich haben, sondern die sich Teile der Gesellschaft, die sich Bürger stellen. Man stellt diese Fragen und erhält zum Großteil keine klaren Antworten. Und ich denke, dass es im Interesse aller ist, dass hier Klarheit geschaffen wird, dass die Informationen herausgerückt werden, damit effektiv Transparenz herrscht, die ja im öffentlichen Interesse ist. Und gerade eben im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte, die uns zukünftig beschäftigen wird, den Nachhaltigkeitsplan der Landesregierung, wenn man darüber spricht bzw. diesen anpassen will, dann glaube ich, ist es logisch und versteht es sich von selbst, dass man Fakten haben muss, dass man Datenmaterial haben muss, dass man auch weiß, wo anzusetzen ist, wo man sich verbessern kann und Widerstand der Dinge ist. Ansonsten verstehe ich diesen ganzen Aufwand schlichtweg nicht. Ich glaube, wenn man das vielleicht ergänzen darf, dann ist es in Südtirol anscheinend Brauch oder Usus, dass eine Landesregierung damit durchkommt, ein parlamentarisches Recht zu beschneiden. Die Opposition hat die Aufgabe, Fragen zu stellen, die Regierung zu kontrollieren. Sie wird in der Öffentlichkeit, immer Südtirols Landesregierung, nicht dafür verantwortlich gemacht. Es wird hingenommen, dass sei es Landesrat Wiedmann seit 2 Jahren über bestimmte Daten zu Corona nicht antwortet, dass hier nicht Vetorato nicht antwortet, dass zu den PPP-Projekten unzureichend geantwortet wird. Und es wird hingenommen und es wird nicht öffentlich von weder öffentlich-rechtlich noch von privaten Medienanstalten kritisiert. Sie kommt damit durch, die Landesregierung. Also ich kann mir vorstellen, so angenehm, wie es diese Landesregierung hat, wird es kaum eine geben, wenn wir hier Vergleiche mit unseren Nachbarländern ziehen. Und man muss sagen, die Qualität der Demokratie hängt halt auch davon ab, ob man dieses Recht wahrnehmen kann und ob dieses Recht ausgeübt wird oder eben nicht. Und ich finde schon, wenn man in Erfahrung bringt, dass Südtiroler Geld in der Türkei landet, in Indien landet, in China landet, in den diversen Projekten, ob es Photovoltaikanlagen sind, Wasserkraftwerke, Windparks, dass man dann zumindest erklären kann, was dahinter steckt, aus welchen Gründen man sich für diese Länder entschieden hat, wo sich die Projekte befinden. Denn wenn man auf der Homepage der Alberia dann beispielsweise den Windpark in der Türkei anklickt, landet man in Äthiopien. Auch hier stellt sich dann die Frage, warum. Wie seriös kann uns garantiert werden, dass die Umsetzung der angeführten Projekte effektiv auch überprüft und kontrolliert wird? Wir wissen das nicht. Aber ich denke, wenn man hier den Konsumenten, dem Endverbraucher, klimaneutrales Erdgas verkauft und noch so bewirbt, so quasi, du tust damit etwas Gutes für deine Zukunft, dann glaube ich, muss man schon ein wenig hellhörig werden und es ist berechtigt, dass man dann bestimmte Fragen auch stellt und ich finde es einfach ein Unding und ich weiß nicht, was es hier zu verheimlichen oder zu verstecken oder zu verschweigen gibt, dass man hier nicht ganz klar einfach antworten kann auf die paar wenigen Fragen, die wir gestellt haben. Ich denke, das müsste doch eigentlich im Interesse auch der Alberia sein und allen voran natürlich auch des Landesrates. Und ich denke, dass viele Südtiroler diese Dinge auch nicht wissen. Und sie haben aber ein Recht darauf, denn
zur Kasse gebeten werden auch alle und das auch ganz schön heftig. Und deswegen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, tut nur gut. Und ich denke gerade für die Zukunft, wenn man bestimmte Projekte wirklich auch ehrlich meint und verfolgen will und das Ganze mit der Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch wirklich so meint, dann muss man die Fakten auf den Tisch legen und Auskunft erteilen, damit auch wirklich dort angesetzt werden kann, wo wir anzusetzen haben. Und hier gibt es absolut in meinen Augen keinen Grund, sich zu verstecken und dann noch mit dieser gewohnten Präpotenz zu antworten. Man hat eh einmal geantwortet und wenn man sich diese Antwort auf die Fragen ansieht, dann ist das nichts. Und wenn das in deren Augen ausreichend ist, ja dann fordere ich den Landesrat erst recht auf, dass er für Ordnung sorgt in dieser Gesellschaft.